Bevor das Video losgeht, checkt auf jeden Fall die Parts vorher aus, die ich gemacht habe. Bisher ist jeden Tag seit Montag eine erschienen und bisher sind die nicht ganz so gut geklickt. Und dementsprechend, wenn ihr diesen Part sehen wollt, die bauen sozusagen ein bisschen aufeinander auf. Und dann würde ich euch empfehlen, schaut die vorigen noch an und ja, dann würde ich mal sagen, starten wir mit diesem Part. Servus Leute, hier ist euer DCBS mit einem brandneuen Video. 5555 Special ist wieder angesagt. Eure Fragen, meine Antworten. Ihr habt sie mir geschickt als Video-Memo oder Memo und ich beantworte sie euch im Video. Im Hintergrund wieder Gameplays Compact Pro, PR39 Pro oder das VIP Hauser Pro Event. Je nachdem, was passt. Und dann würde ich mal sagen, starten wir mit der ersten Frage von DecoPlays. Was ist dein aktuelles Ziel auf YouTube? Das kann ich dir ganz easy beantworten. Ich habe damals schon bei meiner Serie Road to Live Nuke in Modern Combat 3, habe ich übrigens ein paar gerissen, könnt ihr euch gerne die Playlist anschauen auf meinem Kanal, habe ich damals gesagt, dass ich auf jeden Fall, also mein finales großes Ziel sind die 10k. Und ich muss sagen, das Ziel für 2015 bei mir waren die 5k. Jetzt habe ich die geschafft, jetzt denke ich mir, ja, 2015 könnten noch die 7,5 drin sein. Dementsprechend mein aktuelles Ziel dieses Jahr sind die 7,5k. Mein großes Ziel sind die 10k. Und dann, wenn ich die 10k habe, habe ich gesagt, ich entscheide mich, ob ich mich zeige oder ob ich mich nicht zeige oder wann ich mich genau zeige. Bis zu diesem Moment wollte ich das sozusagen noch aussitzen. Und wenn ich jetzt momentan echt schaue, wie YouTube mich beeinflusst hat, wie YouTube mich verändert hat, wie es mir Spaß macht und wie momentan so dieses ganze Verhältnis ist, dann denke ich mir, ja, also mein wirkliches Ziel mittlerweile wäre 100k, muss ich fast sagen. Ich weiß, dass der Weg bis dahin extrem lange ist, aber einfach so der silberne Playbutton ist das, glaube ich. Das wäre einfach, boah, das wäre einfach so geil. Aber das ist so eine Art Illusion. Mein Ziel momentan sind echt nur die 10k. 100k wäre echt so der Traum. Das wäre aber dann auch schon in die Richtung, dass ich YouTube wirklich als Nebenberuf machen kann. Da sehe ich momentan echt noch nicht so wirklich die Perspektive dafür, wie auch immer. Das vor allem den Wachstum in unserer Mobile-Gaming-Szene. Man muss sich mal überlegen, ich bin seit über 2 Jahren aktiv. Jeden Tag, jede Woche 3 Videos und habe erst 5000 sozusagen. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ja, ich will jetzt unbedingt in den nächsten 2 Jahren da hoch, aber ich bin jetzt einfach mal realistisch und sage, dass das, wenn es so weit kommen würde, noch ewig dauern würde. Oder es kommt irgendein Boom, den ich nicht voraussehen kann, aber momentan würde ich sagen, 10k, alles easy, 100k, ein Traum, den ich mir momentan nicht näher irgendwie legen möchte. Nächste Frage von dir. Hey Düsi, erstmal nochmal hier eine Frage und nochmal herzlichen Glückwunsch zu 5555 Abonnenten. Was ist für dich Vertrauen? Da muss man schon sagen, das ist echt eine Frage, die ist schon extrem philosophisch. Ich denke mal, das baut ein bisschen darauf auf, dass du es ja nicht immer ganz leicht bisher in deinem Leben hattest, was mir auch extrem leid tut. Wirklich echt sorry, Bro, aber ich weiß nicht, ich kann dir da nicht wirklich helfen bei deiner Lebenssituation. Ich kann dann nur mit dir fühlen, aber ich weiß nicht, wie ich dir da direkt helfen könnte. Ich kann dir nur sagen, versuch dich nicht unterkriegen zu lassen und halt auf jeden Fall irgendwelche positiven Gedanken fest. Das Leben ist an sich kein Kinderspiel, aber es hat auf jeden Fall für jeden etwas, worauf er sich freuen kann und was irgendwo auch Spaß macht oder wie auch immer. So, aber nun zur eigentlichen Frage. Zu viel sentimental ist auch nicht für diese Serie gedacht. Was ist für mich Vertrauen? Es ist nicht ganz leicht in Worte zu fassen, würde ich mal sagen. Vertrauen ist extrem subjektiv. Vertrauen ist für mich persönlich, wenn ich jemandem blind vertrauen kann. Also Vertrauen mit Vertrauen zu erklären ist blöd. Wenn ich jemandem blind, ohne zu wissen, nein. Vertrauen ist für mich, wenn ich weiß, dass jemand ohne mit der Wimper zu zucken hinter mir steht. Es könnte jetzt sein Familie, Freundin, Freunde, wie auch immer. Wenn man denen was erzählen kann, was einen bedrückt und trotzdem
ist es nicht so, als hättest du es in YouTube gepostet oder auf Facebook oder sonst wo. Wenn du dir sicher sein kannst, dass du bei dieser Person in Anführungszeichen ein Zuhause bist, dass du daheim bist. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl oder ihr das Gefühl kennt, bei einer Person daheim zu sein. Ich denke mal, wenn man ein ganz gutes Elternhaus hat, dann fühlt man sich bei sich in dem Haus, wo man aufgewachsen ist, auch in Anführungszeichen daheim und hat dieses Daheimgefühl. Das Gefühl kann man allerdings haben, auch bei Freunden oder bei Freundinnen oder bei Verwandten oder sonst wo haben, dass man einfach weiß, das, was man mit dieser Person sozusagen teilt, bleibt auch bei dieser Person. Ja, ich denke mal, das trifft es am besten, wenn man jetzt zum Beispiel eine Freundin hat oder einen Freund aus der weiblichen Sicht jetzt, dann ist Vertrauen natürlich auch, dass man weiß, dass diese Person zu einem hält, dass sie einen nicht hintergeht, dass sie nicht einen betrügt, dass sie, egal was man dieser Person erzählt, es für sich behält und nicht ihren Freundinnen erzählt oder sonst was oder ihrem oder als Kerl, dass du es den Freunden erzählst, sondern dass du echt, sagen wir mal zum Beispiel, mit ihr Sex hast und trotzdem ist alles, was dort passiert, bleibt bei ihr. Also zumindest das, was niemand zu interessieren hat, dass ihr vielleicht miteinander geschlafen habt, okay, das ist ja jetzt nicht unbedingt das große Geheimnis, aber vielleicht genau deine Vorlieben dabei oder sonst was, das wäre jetzt zum Beispiel wieder eine Sache, wenn du die ihr erzählst, dass es dann Vertrauen ist, dass das auch bei ihr bleibt, wenn es jetzt nicht so in Anführungszeichen normal wäre. Ich denke mal, vor allem Vertrauen ist eine Sache, die ist extrem an Beziehungen gebunden und damit auch mit Treue. Und Treue kann man ja auch als freundschaftliche Beziehung, also normalerweise ist zum Beispiel eine Kerl-zu-Kerl-Beziehung, ist ja an sich auch wie eine weibliche, also wie eine Hetero-Beziehung, nur dass eben die sexuelle Komponente fehlt. Aber das ist extrem philosophisch. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das noch schon nachvollziehen könnt, aber ich habe mir in den letzten Jahren extrem viele Gedanken darüber gemacht. Gut, zur nächsten Frage. Hallo, ich bin der Nils und meine heutige Frage ist, wenn du herausfinden würdest, dass einer deiner YouTube-Kollegen famegeil wäre oder halt geldgeil, likegeil, sonstiges, wie würdest du reagieren? Was würdest du zu ihm sagen? Würdest du noch Videos mit ihm machen? Da muss ich dir leider sagen, ich habe diese Erfahrung schon gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob man das als Fame oder likegeil bezeichnet, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall einen in meiner Reihe gibt, der wirklich viewgeil ist. Also es ist egal, was der Content ist, Hauptsache die Views gehen hoch und man hat was gemacht, womit man sozusagen in Anführungszeichen Geld verdient. Kann sein, dass ihr den auch kennt. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall keinen Namen nennen. Ich muss sagen, ich war am Anfang extrem schockiert, muss ich echt sagen. Ich finde das nämlich nicht ganz geil, muss ich sagen. Ich weiß, jeder YouTuber hat an sich irgendwie Fame-Geilheit, Like-Geilheit, wie auch immer, View-Geilheit. Das ist bei mir irgendwo auch vorhanden. Ich will auch, natürlich, wenn ich schon die ganze Zeit hier Arbeit reinstecke, irgendwas davon bekommen, irgendwie ein bisschen wachsen davon, ein paar Abos pro Tag machen. Ich hätte schon gern meine, keine Ahnung, 1,5k Views pro Video. Ich hätte schon gern meine ungefähr 100 bis 150 Likes pro Video. Das ist einfach so eine Sache, das ist so ein bisschen mein Standard, das ist das, was ich sozusagen von euch als Feedback erwarte, als Video. Naja, wenn ich es nicht habe, ich finde es traurig, es fehlt natürlich ein bisschen die Motivation, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Aber ich kenne wirklich jemanden, der lädt deshalb hoch, um Views zu bekommen, um keine Ahnung was zu bekommen. Und das Problem ist dabei, dass es der Content dann nicht wirklich abgestimmt ist. Da kommen dann echt Sachen, da denke ich mir, wieso? Wieso erzählst du Gerüchte? Wieso verbreitest du einen Unsinn, der komplett überhaupt nicht passt, nur um Views zu bekommen und die Community aufzuheizen? Ich versuche immer, wenn ich euch Informationen zu gebe, die gründlich zu recherchieren, die auch nachzuprüfen, bei Gameluft nachzufragen. Und dann kommt genau jemand anders, der genau das Gegenteil behauptet und irgendwelche Gerüchte in die Welt setzt und woraufhin alle anderen, die das dann nicht machen, gehatet werden, Gameloft Hate bekommt für etwas, was sie gar nicht in die Welt gesetzt haben. Ich will jetzt hier nicht Gameloft verteidigen, aber es ist einfach so. Das ist einfach unfair, ungerecht, wie auch immer. Und ich war darüber extrem bestürzt. Ich habe die Person auch angesprochen deshalb. Hat, finde ich, jetzt nicht so wahnsinnig was gebracht.
Mir wurde gesagt, ist mir egal, ich will hauptsächlich die Views haben. Gut, was soll ich dazu sagen? Ich werde an sich trotzdem mit dieser Person trotzdem noch Kontakt halten. Vielleicht kommen auch Videos mit dir, ich weiß es nicht. Ich mag die Person, menschlich mag ich sie auf jeden Fall, ich finde nur dieses Verhalten finde ich nicht so gut. Inwieweit das in Zukunft meinen Kanal mit berührt oder inwieweit ich mit diesem Kanal zu Kontakt habe, kann ich euch momentan nicht sagen. Und ja, irgendwo hat jeder so ein bisschen Fame-Geilheit, Like-Geilheit, deshalb, ich bin da jetzt dem Kollegen nicht ganz so böse. Es ist auf jeden Fall keine gute Eigenschaft, meiner Meinung nach, aber gut, das ist meine eigene Meinung. Und zur nächsten Frage. Wie heißt deine Freundin? Meine Freundin ist das sogenannte Düsi Girl. Oder ihr könnt auch einfach in meinem Clash of Clans Account schauen, Clan schauen. Da ist sie nämlich auch mit dabei. Und da hat sie den sogenannten Synonymnamen Big B. Und jetzt könnt ihr euch selbst überlegen, inwieweit das irgendwas mit Real Life zu tun hat oder auch nicht. Ich kann euch gleich mal sagen, dick ist sie auf keinen Fall. Und sonst, ja. Ich würde mal sagen, das war's schon zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Schaut bei den Leuten vorbei, die Fragen gestellt haben, wenn sie euch interessieren. Und dann würde ich sagen, man sieht sich im nächsten Part, der voraussichtlich morgen erscheint. Und dann sieht man sich im nächsten Part. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Servus, Leute.